liebe Freunde, willkommen zurück zu einer weiteren Folge God of War. Noch nie da. Okay, ist egal. Ja, gut. Wo waren wir stehen geblieben? Genau, das hatten wir gemacht, das hatten wir gemacht. Wir wollten hier unten. Genau. So. Das machen wir richtig. So. Wir wollen hier auch vernünftig spielen. Wir sind drin. Ja. War klar. Erstmal wieder reinkommen. Okay. Sei bereit. Du weißt, wer besser kann. Wir benutzen jetzt erstmal die rasende Wut eines Gottes. Bam. Den haben wir erwischt. Nee, den haben wir leider nicht erwischt. Ein harter Kampf. So. Ja, das kannst du aber laut sagen. Okay, hier scheint wohl irgendwie. Womit die wohl verbunden sind. Wir müssen. So werfen. Gut, dann haben wir die Truhe auf. Hätte sich das auch schon mal geklärt. Es ist schon lange her, dass ich das gespielt habe. Zwei Stück. Selbstmordattentäter hier. So. Huf. Aber der Kampf lief schon um einiges besser als der vorherige. Den eigentlich. Was haben wir hier? Hacksilber. Natürlich ist es nur Hacksilber. So. Okay, das hätten wir. Ich habe jetzt keine Ahnung, was wir gemacht haben, aber wir haben was gemacht. Oh, sehr gut. Gut, dann müssen wir durch.
Ja, das Licht. Sie haben es mit dem Zeug bedeckt. Aber wozu denn? Da, noch ein Lichtalm. Damit die Leute das Licht nicht mehr nutzen können. Oh nein! Wieso töten sie ihn? Er hat nichts getan. Urteile nicht vorschnell. Du siehst das Ende eines Krieges, Junge. Du kennst den Hintergrund für diese Tat nicht. Er hat sich nicht mal verteidigt. Das war seine Wahl. Ja, das stimmt. Wir treffen unsere. So. Aber wo er recht hat, hat er recht. Wir kennen die ganze Hintergrundgeschichte nicht. Das ist tatsächlich das so öfter, wenn ich greifen muss. Okay, ja. So, erst einmal einfrieren. Und kaputt hauen. Perfekt. Das hat geholfen. Da, mehr Lichtbrücken. Folge mir. Okay, die Lichter sind alle wieder da. Das ist sehr gut. Was ist jetzt für uns da lang? So sagt's. Wo ist der denn hin? Das hängt ja da unten rum. Alle erledigt. Okay. Jo, alle erledigt. Wie ich. Hey. Was ist das?
wir haben ja noch den Lebenstein. Achtung, Eis. So. Gottes Leben. Aber das war jetzt ja mal... Traurig. Einfrieren und zerschlagen! Ja! Du stellst alle Wege wieder her! Nee, echt? Ist das sowas doch nicht? Oh, ja, das ist gut. Nicht, dass wir hier sein sollten. Sei still. Glaube ich auch nicht. Hast du gehört? Sei wachsam und bleib bei mir. Das ist es. Sag mal, wenn wir es zum Licht schaffen, wie kriegen wir es dann in den Bifrost? Die Hexe meinte, wir sollen reingehen. Hat sie? Als sie aus dieser Welt gerissen wurde. Oh, habe ich das verpasst? Hier war ihre Sicherheit wichtiger als unser Ziel. Vater! Still! Ich hab ihn! Stirb. Dein Messer, Junge! Okay. Der sagt nichts mehr. Das war knapp. Bleib ganz in meiner Nähe. Ja? Das werde ich. Jetzt hier runter. Oh, das ist so klebrig. Boah, ab und zu ist das mal. Noch einer! Zurück! Ups. Fast am Ziel. Aber wir müssen aufpassen. Verstanden? Klar. Okay. Wir gehen da, her. Wenn es fällt, ganz normal bereit. Wir müssen schnell sein. Ist gut. Okay, schneller. Jetzt kriegen wir hin. Spring, Junge! Ja!
Da sind sie. Bleib hinter mir und schütze unsere Flanke. Jawohl! Ja! Weiter, Junge! Ich mache uns den Weg frei! Verkürze die Zeit zwischen deinen Schüssen! Was ist jetzt hier los? Es sind viele Ziele! Ein schmaler Weg gleicht die Überzahl aus! Konzentriere dich! Ach komm, das ist ein richtiges Gemetzel hier. Wunderschön. Und es leuchtet. Das Licht. Es lässt den ganzen Tempel erscheinen. Es ist die Quelle von allem. Hey, es singt. Ich höre sie. Ich hab's dir doch gesagt. Ist sie denn da drin? Das hat wehgetan, ja. Als würde meine Hand brennen. Bleib hier. Okay. Aber ich bleib will... hier. Setz sie nur im Notfall ein. Du gibst mir deine Axt? Ich lass dich meine Axt halten. Sie ist kein Unterschied. Trotzdem. Erstmal daran gewöhnen. Okay. Was ist das? Faye. Da holt sie uns einfach ab. Du musst zurückkommen. Du hast mich allein gelassen. Atreus? Allein mit ihm. Okay. Immer geht er fort. Nie ist er hier. Er will mich nicht und wird es nie tun. Wir sind zu Hause. Ich kenne ihn nicht. Und er kennt mich nicht. Er will es gar nicht. Der sah aber ganz anders aus zu Hause. Ich bin schlau. Ich bin nicht das, wofür er mich hält. Ich bin nicht dumm. Ist. Er spricht nicht mit mir. Und ich, die ganze Teleporterie. Er hätte es sein sollen. Hörst du mich? Er, nicht du. Es tut weh. Wo ist sie jetzt hin? Wo ist sie hin? Hallo?
das nicht so. Ich hab ihn doch lieb. Ich wünschte, er wäre besser zu mir. Er kann es doch sein. Könnte er? Achso, wir müssen dahin. Ah. Wenn er es versucht, dann ich auch. Aber wenn nicht. Ah, jetzt sind wir zu Hause. Zurück. Ich weiß, dass du da irgendwo bist. Irgendwie schon traurig. Gänsehaut. Nein! Nein! Was hast du getan? Warum hast du das gemacht? Ich musste es tun. Du warst gefangen. Ich habe gewartet und gewartet, aber du kamst nicht zurück. Also zog ich dich raus. Junge, ich war nur einen Moment. Ja. Fort. Nein! Du warst sehr, sehr lange fort. Ich wusste nicht weiter. Du hast mich verlassen. Mal wieder. Bin ich dir egal? Ich. Das ist unmöglich. Wir sollten gehen, bevor die zurückkommen. Können wir aber nichts für. Ich hoffe, du hast, was du brauchst. Klar, ich kann den Sohn jetzt auch verstehen. Ja. Ja. Aber ganz ehrlich, da können wir doch nichts für. Sieh nur, der Ausgang. Aber das kann nicht für eine Brücke. Wir sitzen fest und die Bogensehne der Hexe ist nutzlos. Junge, dein Bogen. Halt ihn hoch. Okay. Lichtpfeile. Okay. Auf mein Zeichen schießt du den Pfeil in den Stein. Geklappt. Jetzt können wir unseren Rückweg antreten. Komm. Stell dich mal nicht so an. Blockiert. Und? Da vorne ist ein Lichtkristall. Er liegt einfach da. Vielleicht hilft er uns, diesen blöden Ort zu verlassen. Oh. Wir packen erstmal hier hinten rein. Kann man da außen rum. Okay, das ist gut, glaube ich. Hoffe ich. Ist hinter irgendwas, was man brauchen kann? Ah, das ist gut. Sehr gut. Zerspielt das Herz von Alfheim. Okay, selten. Zauber reduziert jeglichen Schaden durch Angriff von Luca 1%. Ich glaube, das können wir eigentlich gut gebrauchen, oder? Nach dem, was wir da letztes Mal eingesteckt haben. So. Dann schieß nochmal. Perfekt. So. Geht doch hier weiter. Das ist sowieso so. Klar. Die geben ja nie Ruhe. So, dann haben wir das Ding auch weg.
Oh. Ja. Als ob einmal nicht gereicht hätte. Nein, wir kriegen direkt die dreifache Ladung. Was für nur so ein bisschen Hacksilber. Mich. Los geht's. Du, 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 du. Und jetzt der Vater Sohn aussucht. Ah, da sind wir wieder. Was? Da kommen wir jetzt schon mal ein bisschen besser. Fühle ich mich jetzt ein bisschen schlecht, weil der Junge hat so viele getötet und wir haben gerade mal die paar da und haben schon Schwierigkeiten. Das ist traurig. Ja komm hier, das kaufen wir uns. Richtig, oder? So. Hier geht's auch nicht weiter. Wenn wir hier rüber. Una, du, du! Una! Finisher beenden. Oh, wie ist der denn geflogen? So, ich wollte eigentlich nur die Truhe. Das war mein Begehr.
Utgard hier. Vielleicht holen wir uns den später. Aber jetzt erstmal weiter. Okay, da kommen wir nicht weiter. Dann machen wir ihn ja kaputt. Wo bringst du den denn hin? Ich weiß nicht. Wir gucken erstmal, was der hier macht. Hier. Ah, Junge. Mal. Junge. Okay. Tut er gar nicht, was da steht? Nein, eben nicht. Dann wissen wir halt nicht, was da steht. Willst du den überall hin mitnehmen? Vielleicht schon. Oh, ist halt warm. Oh, sieh nur! Die blaue Tür, die keine Tür ist. Und eine Sandschale. Aber wie soll ich denn da rankommen? Ha! Das finden wir schon raus. Okay. Wollen wir mal da gucken? Was haben wir denn da Schönes? Aha. Ein bisschen Hacksilber. Okay, nichts Besonderes. Hm, und wo gehen wir jetzt hin? Ich muss aus dem Winkel geworfen. Ah. Müssen wir den von hier oben auswerfen? Sieht so aus, oder? Siehst du wohl. So macht das ein Gott. Da ist nichts. Also machen wir das so. Jetzt kannst du die Schale erreichen. Aha. So. Schieben wir mal die Junge oben. Was bedeutet das? Samen. Prägt dir die Form ein? Ja, ich weiß. Okay. Lies Samen vor. Höchster Baum, noch größter Mann, fangen größer als ich. Ja, Samen ist richtig. Dämliche Rätsel. Also, es ist doch eine Tür. Ja, vor allem, dass die Hinweise da immer rumfliegen. Oder die Lösung. Ach, guten Tag. Guten Tag, guten Tag. Oh, und er freut sich. Okay. Na toll, der mit den Hörnern ist wieder da. Was will er denn jetzt? Der mit den Hörnern. Ich hasse den Kerl. Er wird zurückkommen. Was war das jetzt? Müssen wir wirklich wieder hier runter? Siehst du einen anderen Weg? Nein. Also? Jetzt müssen wir runter. Ja. Oh, was haben wir denn hier? Dankeschön. Kriegsbeutel. Von hier aus geht das nicht wieder nach oben. Ich weiß. Müssen wir aber auch gar nicht, oder?
Nee. Stimmt, da kamen wir das letzte Mal nicht hin. Ah, alles klar. Hast ja recht, Junge. Du hast immer recht. Was haben wir hier? Na toll, jetzt sehe ich kaum noch was. Es gibt Licht, das muss reichen. Man muss es wohl. Nee, ich kann mir jetzt keine Taschenlampe aus dem Hintern zaubern. Wo ist die? Das war's. Würdest du das Licht nach oben halten, damit ich sehen, wohin ich schieße? Nutze deine Ohren. Pass dich an. Mach, wie sollen wir hier ohne einen Kristall? Ja. Wir finden einen Kristall. So. Das sollte wohl hinzukriegen sein. Ich glaube, wir nehmen einfach den da. Nee, geht nicht. Wie viel haben wir? Also 37 Minuten. Ein bisschen Zeit haben wir ja noch. Okay. Viecher, die fliegen, das sind einiges einfacher. So. Den wollen wir nicht. So. Da brauchen wir nämlich noch den Kristall für. Wir wollen erstmal hier sammeln. Kriegsbeute. Kannst du das Ding wirklich tragen? Nicht, dass du hinterherhinkst, wenn wir angegriffen werden. Sei wachsam und still. Entschuldigung. Oh, das muss echt gut aus der Frage zu sprechen. Das war ja nicht ganz so schlimm. Junge, schieß! Echt? Er weiß, wie es geht? Ja, warum mache ich denn die ganze Arbeit, ne, Junge? Ja? Wenn du alles weißt, warum mache ich dann was? Wir können die gleiche Sandschale nehmen, mit der wir runtergekommen sind. Ich will hier raus. Ja, ganz ehrlich, wir gehen jetzt auch hier raus. Wir vergessen jetzt mal hier die Truhe. Ausnahmsweise. Und gehen mal raus. Jo, da ist er klar. Ich
falschen Knopf. Energie, Energie, Energie. Sehr gut. Ich warte jetzt eigentlich nur darauf, dass die Rune das fertig ist. Ja, das war's. Schade. Ach komm, den machen wir noch fertig. Wir haben schon so lange kein God of War mehr gespielt. Das, da geht das in Ordnung. Das wieder. Wo bist du? Dann habe ich jetzt fast raus. Oh, it's weird.
Der hat sich jetzt geändert. Jo. Kannst dich mal endlich ins Gras beißen. Mann, was gibt's da nicht? So knapp. Schon überhaupt nicht farmen, nein, gar nicht. Mann. Oh nein. Come on.
kommt. Zack. Ja, wir haben. Ja, ja. Was hat er gesagt? Es war ein schwerer Fehler. Das ist überhaupt kein schwerer Fehler, der hat uns angegriffen. So, jetzt kriegt er auch eine Rune. Haben wir den Falschen geholfen? Ich. Lass mich warten. Du hattest ja gesagt, dass wir uns nicht einmischen sollen. Das reicht. Können wir jetzt gehen? Komm. Erinnerst du dich an die Antwort? Ja, ja. Ja, ja. Junge, lies das. So, wir machen jetzt eine super, super Special-Folge. Du redest nur mit mir, wenn du irgendwas von mir brauchst. Willst du mir irgendetwas sagen? Ich sagte, du redest nur mit mir, wenn ich dir irgendwas übersetzen soll. Wenn Mutter hier wäre... Wenn deine Mutter noch leben würde, wären wir gar nicht erst hier. Da kannst du doch einfach mal mit dem Sohn unterhalten. Na schön. So, Kingsan, ich hab da nichts mehr drin. War sie im Licht? Wer? Na sie. Nein, war sie nicht. Als würde es dir etwas bedeuten. Pass auf, was du sagst, Junge! Bis die Reise vorüber ist, muss sich einer von uns konzentrieren. Halte mein Schweigen nicht für fehlende Trauer. Trauere, wie du willst. Und überlass meine Trauer mir. Heute recht. Tut mir leid. Ich wusste nicht. Nein. Woher auch? Du weißt nicht, wie ich bin. Ich weiß, es war nicht leicht. In dem Licht waren nicht nur Minuten vergangen, falls dich das irgendwie tröstet. Das ist gut zu wissen, wirklich. Also, gehen wir zurück nach Midgard, zum Schwarzen Atem? Oder meinst du, hier gibt's noch mehr zu sehen? Es gibt bestimmt noch mehr zu sehen, aber da können wir ja irgendwann später mal ein Streamchen von machen oder sowas. Sindri sagte, Mutter war eine Kriegerin. War sie auch in einem Krieg? Sozusagen. Ihre Familie wurde von feindlichen Rivalen getötet und nur sie überlebte. Sie wurde zur Kriegerin. Okay. Doch ihr Krieg war das Überleben. Sich allein einer gnadenlosen Welt zu stellen. Und darum bat sie Sindri und Brock um die Axt? Sie war stark genug für eine solche Waffe und weise genug, Gutes zu tun. Sie machte es sich zur Aufgabe, die Schwachen zu schützen. Dann half sie den Alben? Nein. Okay. Wieder da. Immer beschäftigt. Messerscharf erkannt. Ich bin bekannt für meinen Blick für Details. Ihr seht aus, als bereitet ihr euch auf eine lange Reise vor. Jo, komm, in Midgard liegt ein verlassener Tempel, den ein anderer Zwerg zu seinem Lagerraum umgebaut hat. Er ist voll mit Schätzen, die er auf seinen Reisen durch die Welten gesammelt hat. Durch die Welten? In welchen war er? Was hat er gefunden? Fafnir war ein, sagen wir, aggressiver Sammler magischer Artefakte. Je mehr er hatte, desto mehr wollte er. Besser. Keine Welt war zu gefährlich, keine Reliquie zu riskant. Einmal ist er bis tief nach Nivelheim für einen Wetzstein gereist. Ha, war bestimmt ein guter Wetzstein. Führt diese Geschichte irgendwo hin? Ja, das tut sie. Ich habe zufällig einen Zugangsstein zu Fafnirs Lagerraum. Dort findet ihr bestimmt was Nützliches. Super, danke Sindri. Aber gerne doch. Oh, und wenn ihr den Wetzstein findet, wäre es nett, wenn ihr ihn mir bringen würdet.
Ja, das überlegen wir uns noch. Ich rate euch zur Vorsicht, wenn ihr den Lagerraum betretet. Darin haben sich alle denkbaren Arten von Abscheulichkeiten breit gemacht. Wird dein Freund nicht böse, wenn wir alles stehlen? Oh, nein, keineswegs. Er ist tot, glaube ich. Oh, tut mir leid. Nein, das muss es nicht. Diese Dinge passieren, wenn man von Welt zu Welt reist und kostbare Artefakte sammelt, die einem gar nicht gehören. Brustrüstung. Gibt's nichts. Armrüstung. Wir brauchen eine vergessene Trümmer. Okay, gibt's auch nichts Besseres. Was fehlt noch? Da hatten wir schon. Griff des Schutzes, Kriegsgurt. Können wir nicht verbessern? Auch nicht. Okay, wir können gar nichts verbessern. So. Aber eine Auferstehungsstein können wir kaufen. Wir haben ja unseren verbraucht. Zum nächsten Mal. Oh. Heißt jetzt einmal kurz wieder zurück zum Bifrost. Das kriegen wir ganz schnell hin. Also, die hatten wir schon. Vater, ich muss dir etwas beichten. All diese Stimmen in meinem Kopf. Also, das war nicht das erste Mal. Als wir Brock getroffen haben, warnte mich sein Tier vor etwas, das sich in den Bäumen versteckte. Deshalb wollte sie nicht hinüber. Hat sie dir das gesagt? Okay. Naja, ich konnte fühlen, was sie gefühlt hat, wovor sie Angst hatte. Wenn es nochmal passiert, erzähl's mir. Verstanden? Versprochen. So, dann nehmen wir auch noch mit. Also der Junge kann wohl Gedanken, Gefühle und Stimmen hören. Scheint wohl so seine Gottesfähigkeit zu sein. Beziehungsweise Halbgott. Doppert. Ganz genau weiß ich es nicht. So, der Laden ist leer. Und jetzt endlich auch noch mit Gott. Oh. Ja, da die gerade die Aufnahme einfach so beendet. Ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Tschüss.